Hey ho, Leute, ich bin's mal wieder, euer Claudi. Wie ihr sicherlich schon mitgekriegt habt, alle, naja, mein Headset ist kaputt, ne? Das ist natürlich dann nicht so schön. Und da kann ich leider nichts dran ändern, momentan. Und ich warte noch darauf, dass mein Headset aus der Reparatur wieder zurückkommt. Es wird zumindest in die Reparatur gegeben. Und jetzt wollte ich gerade mal so ein bisschen testen mit meinem Ersatz-Headset, wie gut es ist, weil ich habe echt keinen Bock mehr länger zu warten. Weil ich das Gefühl habe, es wird noch Stunden, nicht Stunden, Monate dauern, so habe ich so ein bisschen Gefühl. Und ja, ich teste gerade mal so ein bisschen Skyrim aus, weil ich muss halt irgendwie was im Hintergrund so ein bisschen was haben, damit man auch ein bisschen das Game hört und dann gucke ich mal, was ich mit dem Ton machen kann. Wenn ich mit dem Ton überhaupt was aufnehmen kann, dann wird auf jeden Fall wieder weiter XCOM gemacht. Wenn nicht, dann müsst ihr leider noch ein bisschen warten, bis die nächste XCOM-Folge kommt. Aber so, im Endeffekt, naja, kann ich leider nichts dran ändern. Das ist halt ein bisschen blöd. Dass mein Headset genau dann kaputt geht, wo ich eigentlich weiter XCOM machen wollte. Also mein Headset, der Ton, der war komplett kaputt, fand ich. Ich musste ja schon immer irgendwie was machen. Ich musste ihn ja schon mal irgendwie immer so ein bisschen editieren. Ist ja auch kein Problem. Aber es war mittlerweile so krass, dass ich es dann fast gar nicht mehr editieren konnte. Das war schon total unschön. Wenn wir mal so sind. Und naja, dann teste ich es jetzt mal eben an Skyrim hier aus, gucken, wie sich das Headset jetzt hier anhört. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird sich sicherlich nicht so gut anhören. Aber na gut, da kann ich nichts dran ändern. Außerdem kann ich direkt mal ein bisschen testen, wie sich Skyrim halt ja, wie es ausschaut, wenn ich es halt aufgenommen habe mal. Weil, ja, ich habe hier ganz schön gemoddet. Ich habe hier auch ganz schön auf hoch, was ich vorher auch nicht so ganz hatte. Da habe ich auch so ein paar Dinger so ein bisschen runter gemacht. Also damals, wo ich aufgenommen habe. Fühlt sich aber, ich sag mal so, es fühlt sich flüssiger an. Es könnte aber zum Teil auch an der SSD liegen und dass ich meinen ganzen Computer wieder hier komplett alles runtergeschmissen habe. Es könnte, glaube ich, an beiden liegen. Gut, ich glaube, das müsste mittlerweile reichen. Ich habe genug gequatscht, da kann ich direkt testen und direkt gucken, wie sich der Ton anhört. Ich habe das blöde Gefühl, der. Oh! Kommt mir mein Zombie hinterher? Ich komme auch irgendwann mal. Gut. Habe ich mich gerade erschrocken. Gut, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann habe ich mal eben getestet und ja, dann bis dahin, bis zum nächsten Mal. Hoffentlich mit XCOM ganz früh. Hoffentlich ist mein Headset auch schon fertig. Wenn nicht, ja, und wenn der Ton komplett scheiße hiervon ist, dann wisst ihr Bescheid, ne? Haut rein. Tschö, tschö.